Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr das letzte Mitglied des Unheilsquartetts Dinglu vom Typ Unlichtboden finden könnt. Dafür müssen wir mal wieder 8 Pfähle sammeln. In Dinglus Fall sind es 8 grüne Pfähle und die ersten beiden Pfähle, da werde ich euch in Anführungsstrichen mal direkt mit begleiten, denn beide sind sehr nah nebeneinander und einer könnte halt ein bisschen trickiger zu finden sein. Deswegen begleite ich euch erstmal. Also wir starten hier am besten von Garafosa City Nord aus und dann begeben wir uns geradeaus in die Brutzelwüste. So, hier haben wir den ersten grünen Pfahl, der zwar ein wenig gelb aussieht, aber wir befinden uns nun hier. Also hier ist Garafosa City Nord, hier sind wir. Und lustigerweise für den zweiten Pfahl markieren wir uns einfach die Stelle hier. Also direkt daneben, wir sammeln den ersten Pfahl ein, dann klettern wir hier hoch und dann können wir schon direkt den zweiten Pfahl erhalten. Und da oben ist er ja schon. Nice, nice. So, genaue Location ist ja hier, wo ich es markiert habe. Bisschen weiter unten. Und ja, Garafosa City natürlich wieder. Und so haben wir den zweiten Pfahl. Den dritten grünen Pfahl findet ihr hier. Am besten startet ihr von Puerto Marinedo aus. Und dann müsst ihr hier nach oben gehen. Und hier nochmal diesen kleinen Berg hoch. Und schon habt ihr den dritten grünen Pfahl gefunden. Für den vierten grünen Pfahl könnt ihr gleich von hier aus weitergehen. Denn in der Nähe dort gibt es kein Pokémon Center und tatsächlich ist dann der Punkt, an dem ihr hier den dritten Fall gefunden habt, der nächste. So, und hier haben wir den vierten grünen Pfahl gefunden. Ich zeige es euch natürlich auch nochmal hier auf der Karte. Also den dritten Pfahl hatten wir hier gefunden. Hier ist Puerto Marinedo. Und weiter oben haben wir hier den vierten grünen Pfahl. Den fünften grünen Pfahl zu finden ist auch sehr einfach. Ihr müsst einfach nur hier auf diese Insel fliegen. Hier Insel im Calderosee. Und ja, hier oben bei der Insel haben wir den fünften grünen Pfahl. Und das Lustige ist, den sechsten Pfahl können wir auch direkt von hier aus machen. Dafür markiert ihr euch einfach diese kleine Insel hier auf der Karte und schon kann es von hier aus, wo wir den fünften Pfahl gefunden haben, direkt losgehen, denn die Insel befindet sich ja direkt dort vorne. Und wir sehen schon den sechsten grünen Pfahl da. Und hier ist er, der sechste grüne Pfahl. Den siebten grünen Pfahl findet ihr hier und ihr könnt auch direkt vom Calderosee aus rüberfliegen. Also einfach hier nach oben. Dann müsst ihr hier noch den Berg hochklettern und dort, wo ich gerade bin, findet ihr dann den vorletzten siebten grünen Pfahl. Für den achten und letzten grünen Pfahl fliegt ihr am besten entweder nach Montanata oder hier nach Mesclara Ost. Und hier müsst ihr dann noch den Berg hochklettern. Hinten seht ihr auch noch Mesclara, also wahrscheinlich sogar von hier aus ein bisschen besser als von Montanata aus. Einfach nur den Berg hier hochklettern und schon könnt ihr den letzten grünen Pfahl aus der Erde ziehen. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf. Und nun werde ich euch zeigen, wo sich der Schrein befindet. Und hier hätten wir den grünen Schrein. Lustigerweise könnt ihr euch auch hierher begeben und zwar zur Insel im Calderosee. Von dort aus einfach nur hier nach oben und dann noch hier ein bisschen den Berg hochklettern. Und schon seid ihr hier. Also von der Insel im Calderosee. Von dort aus könnt ihr direkt, glaube ich, 4 Spots abklappern, um die grünen Pfähle und den grünen Schrein zu finden. Also nicht schlecht auf jeden Fall, aber ja, berühren wir mal den Schrein. Leise Geräusche dringen aus dem Inneren des Schreins hervor. Möchtest du den Schrein berühren? Ja. Ja.
Und hier hätten wir den letzten im Bunde, Dinglu. So, wir schicken jetzt wieder Alina rein. Dann probieren wir es mal wieder mit einem Flottball, wie bei den anderen auch. Und einfach mal schauen, ob das direkt im First Try funktioniert. Okay, leider nicht. Dann probieren wir es weiter. Und wir haben es gefangen. Perfekt. Direkt im nächsten Finsterball drin geblieben. Klasse, Dinglu wurde gefangen. Dinglu, Unheils-Pokémon, Unlicht-Bodentyp. Schwingt es seinen außerordentlich schweren Kopf langsam zu Boden, kann es gewaltige Erdspalten von 50 Meter Tiefe verursachen. So, und hiermit hätten wir alle vier Mitglieder des Unheilsquartetts vollzählig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne weitere Vorschläge in die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon Karmesin und Purpur verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Aber dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!